ganz herzlich zu dieser Familienchristfeier. Sie sind als Familie hierher gekommen und tatsächlich in einer Familie hat sich auch das große ereignet, dass wir in dieser heiligen Nacht feiern. Es war eine Familie, die einen harten Weg gegangen ist, in fremder Umgebung, ein Kind gebärend in der Fremde. Großes wurde aus dieser bescheidenen Geschichte am Rande der Welt. Genauso Großes darf bei Ihnen heute Abend, an diesem Tag, in den weiteren Tagen geschehen. Deswegen werden wir nie erlahmen, das Geheimnis dieser heiligen Nacht immer wieder durch Spiele, durch Reden, durch Lieder, durch Bräuche eben ansehbar, hörbar, ja, anfassbar zu machen. Durch das Krippenspiel der Kinder vor allem wollen wir das Geschehen dieser heiligen Nacht bei diesem ersten Gottesdienst jetzt eben hereinbringen in unsere Gemeinde und sie einladen, eben es so aufzunehmen, dass das Geheimnis der heiligen Nacht in ihnen selber gegen sie vergegenwärtigt. Und so lasset uns beten. Ja, Maria, fang noch einmal an, und zwar hier bei uns, in unserer Kirche heute. Da brauchst du nicht so weit zu laufen. Fang hier bei uns noch einmal an. Wir werden, Maria, auf deiner Seite sein, denn auch wir sind schwanger. Schwanger mit einer neuen Welt. Diese Welt hüpft schon vor Freude in uns, Maria, die neue Welt. Wenn wir von dir hören, Maria, hüpft auch in uns der Embryo einer neuen Welt voll Freude. Maria, wir wissen, wie sehr es eines einzigen Geistverwandten bedarf, um neues Leben, eine neue Welt zu gebären. Das alles fängt klein an, so wie in dieser Nacht. So hat es Gott gewollt. Amen. Und so lade ich uns ein, dass wir uns auf das Spiel der Kinder einlassen, das Spiel dieser heiligen Nacht. Sie können sich dazu setzen. Thank you.
Neuigkeiten? Nein, nichts Neues am Himmel. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Zeit wir schon so lange ausschauen. Zu lange. Kannst weiter nicht mehr erscheinen. Sonst erleben wir das nie. Geduld, Geduld. Wir müssen uns gedulden. Gott, bitte dich um Geduld. Aber bitte gib sie mir schnell, schnell, schnell. Jetzt ist aber Schluss. Geht an die Arbeit. Ja, ja, machen wir schon. Ja, so begann die Geschichte, die sich vor ungefähr 2000 Jahren wirklich zugetragen hat. Im Morgenland erforschten drei weise Männer die Sterne und hielten nach einem ganz besonderen Stern Ausschau. Und das hatte eine ganz spezielle Vorgeschichte. Im Jahr 586 vor Christus hatten die Babylonier Jerusalem erobert. Sie nahmen die Bewohner mit nach Babylonien in die Gefangenschaft. Einer von ihnen war Daniel. Obwohl er Gefangener war, wurde er wie durch ein Wunder hoher Staatsbeamter. Man ernannte ihn sogar zum Obersten über die Sterndeuter. Daniel, der an den Gott Israels glaubte, hatte auch schon in Gefangenschaft von den großen Taten erzählt, die Gott an seinem Volk Israel getan hatte. Er erzählte auch, dass in der Bibel steht, es wird ein Stern aufgehen, als Zeichen, dass in Israel ein neuer König geboren wird. Und die Geschichte über diesen Stern hatten sich die Einwohner des Morgenlands von Generation zu Generation weitererzählt und nach eben diesem Stern suchten die weisen Sterndeuter. Wie bitte, was gefunden? Bestimmt auf der langen Traum. Nimm uns bloß nicht auf den Arm. Ja, ja, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Darf ich auch mal durchschauen? Tatsächlich, ich sehe ihn. Er ist wunderschön. Das glaube ich erst, wenn ich ihn sehe. Lass mich auch mal durchschauen. Ja, so hell, so leuchtend. Etwas ganz, ganz Besonderes.
Ja, das stimmt. Ich hätte nie gedacht, dass er so fantastisch ist. Ja, sie hatten tatsächlich den Stern gefunden, von dem Daniel schon so lange erzählt hatte und nachdem sie schon so lange gesucht hatten. Sie freuten sich sehr und berieten dann, was nun zu tun sei. Sahen Sie als erstes Kaiser Augustus in Nazareth, der eine Ansprache hielt. Mama. An alle im Römischen Reich, in Europa und Asien, hört meinen Erlass. In den Tagen vom 24. bis 26. Dezember diesen Jahres rufe ich alle Menschen dazu auf, sich registrieren zu lassen. Dazu muss ein jeder mit seiner Familie in seine Heimatstadt gehen und sich dort in eine Liste eintragen lassen. Das ist mein Gebot und mein Gesetz. Oh Maria, weißt du, was das für uns bedeutet? Wir müssen nach Bethlehem, weil du von dort kommst? Ja, genau. Wir müssen uns dort registrieren lassen. Es tut mir leid, dass du in solch einem Zustand mit mir gehen musst. Ach Josef, mach dir keinen Kopf. Gott wird schon alles richten. Thank you.
Für die Sterndeuter war es ein langer und beschwerlicher Weg. Aber sie ließen sich von keiner Schwierigkeit entmutigen. Sie folgten dem Stern. Wo ist denn nur der neue König? Wir sind doch die ganze Zeit dem Stern gefolgt und er hat uns hierher nach Jerusalem geführt. Ja, genau. Das Ziel kann nicht mehr fern sein. Stopp! Die weißen Sterndeuter wollen etwas wissen. Ja, aber dann frag schnell. Ich muss nämlich zu König Herodes zur Audienz. Die gibt er nämlich nur ab und zu, wo alle hin dürfen. Wo ist der Palast? Da geradeaus. Guck doch einfach hin. Als die Sterndeuter das erfuhren, gingen sie zum Palast und ließen sich bei König Herodes melden. Mach Platz, geht zur Zeit. Hey! Meine Rüpel, unverschämt! Großer König Herodes, soeben sind wichtige Personen in den Hof eingetroffen. Drei weiße Männer aus dem Morgenland. Seht ihr das? Siehst du das? Die kommen gleich dran. Wir stehen hier schon stundenlang und ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran liegt, dass du nicht gemacht hast, was ich dir gesagt habe. Ich habe gesagt, zieh was Anständiges an. Loch im Ärmel und zerrissene Hosen. So kriegen wir nie eine Audienz. Digga, du wolltest einfach nur, dass ich dir was Neues zum Anziehen kaufe. Das sind Fremde. Die kann Herodes noch blenden und an der Nase herumführen. Die eigenen Landsleute aber nicht mehr. Deshalb sind wir unwichtig und nicht wegen meiner Kleidung. Soll ich euch mal sagen, wie lange ich schon hier warte, dass ich eine Audienz kriege? Ha, ha. Ja, sag. 8 Wochen. Acht. Und die kommen einfach her, kommen gleich dran. Aber guck mal, der Grüne da, was der da so in der Hand hält. Da, guck mal. Oh ja, eine Schatulle. Was glaubst du, was da drin ist? Ich habe keine Ahnung. Ach komm, ja, da ist Gold drin, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Und wisst ihr, was das heißt? Bestechung! Ich lasse bitten, führt sie herein. Willkommen in Jerusalem. Wer seid ihr? Seid gegrüßt. König Kaspar bin ich genannt. Mein Reich liegt fern im Morgenland. Auch ich stelle mich geziemend vor, ich heiße König Melchior, am Kongo-Strom liegt mein Palast. Und ich bin der König Balthasar, bin unterwegs schon fast ein Jahr. Ich bin daheim am Pferdemeer, der Weg war mühsam, hart und schwer. Was ist euer Begehr? Wir sind Wissenschaftler von Beruf und beschäftigen uns die meiste Zeit mit den Sternen. Wir folgten einem neuen Stern, der uns zu euch führte. Der Stern verheißt, dass der neue König der Juden geboren wird. Wo ist denn nun der neue König? Wir sind auf ihn gespannt. Seid willkommen hier am Hofe und seid meine Gäste. Ihr sprecht von einem neuen König. Wer soll das denn sein? Wir wissen nicht, wer der neue König ist. Für uns war es logisch, dass er in einem Palast geboren wird. Aber wenn ihr uns so fragt, habt ihr offensichtlich keine Ahnung. Zeremonienmeister, kommt her! Lasset mir sofort alle Hohepriester und Schriftgelehrten aus dem Tempel bringen. Ich erwarte von ihnen Antwort über den neuen König der Juden.
großer König Herodes. Hier sind die Schriftgelehrten und hohen Priester aus dem Tempel. Da seid ihr endlich. Ist euch bekannt, dass es einen neuen König der Juden geben soll? Was gibt's das denn zu tuscheln? Ich erwarte eine Antwort. Sofort! König Herodes, in unseren heiligen Schriften steht geschrieben, dass dieser König in Bethlehem geboren werden soll. Das steht so in den Propheten, in Micha Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel walten soll. Hey, die Sternwärter suchen diesen neuen König aus der Schrift. Schaut mal, Herodes zittert schon vor Wut. Der hat Angst um seinen Thron. Aber ein neuer Herrscher wäre schon ein Segen. Dann wird vielleicht alles besser. Lasst uns alleine! Halt, meine Herren aus Morgenland, ihr bleibt hier. Nun kommt schon, kommt ein wenig näher. Ihr habt das einen Stern gesehen? Ja, einen hellen, wunderbaren Stern. Den sind wir gefolgt. Ihr seid einem Stern gefolgt? Ja, wissen Sie denn nicht davon? Schon vor Hunderten von Jahren wurde es in den heiligen Büchern der Juden niedergeschrieben. Da steht, es wird ein Stern aufgehen als Zeichen, dass in Israel ein neuer König geboren wird. Ja, ja, ist schon gut. Ich mache euch ein Angebot. Ihr folgt weiterhin diesem Stern. Und wenn ihr den König gefunden habt, dann gebt ihr mir Bescheid, damit ich selbst umgehen kann und ihn anbeten kann. Und nun geht's schon. Das tun wir. Vielen Dank für Ihr Lehren. Und wenn sie ihn gefunden haben, dann werde ich ihn umbringen. Hier waren wir wohl nicht richtig. Der Stern hat hier auch nicht angehalten. Wo ist der denn noch wieder hin? Ich schau mal. Den Stern sehe ich nicht. Aber da ist doch das Paar. Die waren doch auch bei Kaiser Augustus. Sahen sie Hirten auf dem Feld.
heute Nacht ist es mal wieder so richtig langweilig. Eine Nacht wie die andere. Wir sitzen alle hier am Feld und hüten dort unsere Schafe. Nur ein Feuer hält die Nacht. Alles ist still. Wart's ab, ich habe ein so komisches Gefühl, dass noch irgendetwas passiert. Du Hobbyastrologe wieder. Steht Merkur im vierten Haus oder sowas? Haha. Gegen etwas Abwechslung hätte ich auch nichts anzuwenden. Ich habe nichts gegen Ruhe und wenn alles so bleibt, wie es ist. Da ging plötzlich ein Leuchten durch die Dunkelheit. Vorbei war es dann mit der Langeweile. Ein Engel trat zu den Hirten. Fürchtet euch nicht. Ich bringe euch eine große Freude. Gott schenkt den Menschen heute ein Licht. Geboren ist der Heiland dieser Welt. Und zwar von ihm zum Retter auserwählt. In einer Krippe liegt das kleine Kind und macht euch auf, dass ihr mit.
so hell und jetzt ist es schon wieder dunkel. Oh nein, ich dachte, wir sind am Ziel. Gib mir mal das Fernrohr. Das brauchst du gar nicht. Schau mal da. Ich glaube, er hat wirklich dort angehalten. Über einem Stall? Im Stall. Christus, der Heiland dieser Welt. Der König, von dem die Engel gesungen haben. Endlich, wir haben den neuen König gefunden. Oh, schaut, die Männer aus dem Morgenland legen ihre Geschenke vor der Krippe nieder. Und was für Geschenke? Weihrauch. Teuer. Myrrhe. Ein tolles Parfüm. Sogar Gold. Oh, wie das glänzt. Was für Schätze. Die werden sich freuen. Und jetzt knien sie nieder und beten das Kind an. Kind einmal die ganze Welt verändern würde.
Über dem Stall stand strahlend der Stern von Bethlehem, ein sichtbares Zeichen für die Liebe Gottes zu den Menschen. Ein frohen Heiligabend. Unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In jedem Neugeborenen leuchtet das Antlitz des Ewigen auf, zart, verletzlich, hoffnungsvoll, uns Menschen ausgeliefert. In der Krippe von Bethlehem, unter den Trümmern in Syrien, vor der Hütte in Indien, in der Wiege, im Herrenhaus, im Tragetuch unter afrikanischer Sonne, auf Tierfell bei den Inuit, kaum Gesang himmlischer Heere. Da gingen laute Misstöne von Sorgen und Nöten Palästina. Aber wenn die Engel verstummen, müssen wir Menschen singen von der Liebe des Ewigen, von Frieden und Freiheit. Gegen den dunklen Himmel müssen wir leuchten und der Liebe des Ewigen den Weg bereiten. Amen. Und so wollen wir um den Segen bitten, der Herr sei mit euch. Der Segen Gottes begleite Sie jetzt in Ihre Häuser hinein, wenn Sie einander beschenken, immer in dem Hintergrund, dieser Gott hat uns beschenkt und motiviert uns, einander ein Geschenk zu sein, nicht nur zu geben, sondern füreinander geschenkt zu sein. Menschliches Leben ist immer ein Geschenk. Er sei bei Ihnen in Ihren Häusern, wenn Sie jetzt diesen heiligen Abend feiern. So segne und begleite Sie der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich darf euch Kinder noch einmal ganz herzlich danken für das Spiel und für die langen Tage und für die Mühen, die ihr aufgewendet habt, uns das Weihnachtsgeheimnis näher zu bringen. Heute noch um 18.30 Uhr ist ein Schillerweihnachtsgottesdienst hier in der Kirche. Und heute Nacht um 22 Uhr ist die Mitternachtsmette. Morgen am ersten Weihnachtsfeiertag ist hier der Gottesdienst um 9.45 Uhr. Pendeln wir draußen dann um 11.30 Uhr, morgens um 8.30 Uhr im Thomashaus. Wir wollen diesen Nachmittag beschließen mit dem Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, Ihnen allen eine gesegnete Weihnacht.
Winde werden noch draußen vor der Türe Weihnachtsbrötchen Ihnen geschenkt. Nehmen Sie sie mit als Erinnerung. Und ganz besonders darf ich noch danken, und das ist auch ein großer Applaus wert, Frau Pavlicek und Frau Kemmle haben diese ganzen...